Hallo Leute und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Subserver von mir und Sinus, dem Zim-Server, der sich in naher Zukunft noch erweitern soll und aktuell in der Beta befindet. Es steht gar nicht da. Wir spielen Climmunity Attack. Hinter mir sind zwei Skelette. Das ist schon mal nicht so geil. Aber auch egal, denn ich befinde mich jetzt im Game Mode Spectator. Denn diese heutige erste Folge vom Subserver ist eine Folge, wo ich auf jeden Fall erstmal zeige, was hier so entstanden ist. Und hier ist eine ganze Menge entstanden schon. Also ihr seht, es hier ist schon sehr, sehr viel entstanden. Und der Server ist ja auch erst seit Sonntag online. Also wir haben Mittwoch. Oh, da 5. Chunk geclaimed. GG. Hier sehe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen, was so funktioniert, was so Sache ist und so weiter und so fort. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass dieser Subserver von mir und Sinus ist. Wir haben in der ersten Folge, beziehungsweise in der 0. Folge im Infovideo, haben wir auch darüber gesprochen, was hier für ein System drauf ist, wie das alles funktioniert. Und grundsätzlich ist es so, dass wir hier Chunks haben in Minecraft. Die hat Minecraft immer. Und man kann sich Chunks kaufen. Zum Beispiel dieser Chunk hier gehört Mumi. Dieser Chunk hier gehört auch Mumi. Dieser Chunk hier gehört Elite Muffin. Dieser Chunk hier gehört auch Elite Muffin. Dieser Chunk hier gehört Dattelfarm und so weiter und so fort. Man kann sich also diese Areale kaufen. Das ist der Punkt, wie der Subserver funktioniert. Und jetzt ist schon einiges hier entstanden. Und zwar sehr viel. Unter anderem auch bei mir und bei Sinus, der da oben baut. Also nicht hier vorne, sondern dahinter der Berg, der da. Und das möchte ich euch so ein bisschen mal zeigen. Was bei mir entstanden ist, damit fangen wir an. Erstmal, das hier ist der Spawn. Das hier ist der Spawn. Da kann niemand drin bauen, außer Sinus und ich halt. Und das hier ist der Spawn-Schuppen. Wenn man da reingeht, dann wird man wie in Craft Stack hochgeportet auf diese Insel und kann sich mit einer Elytra davon bewegen, wenn man von hier aus runterspringt. Hier kriegt man nämlich eine Einweg-Elytra. Soweit, so gut. Kennt man alles also noch? Kennt man alles von Craft Stack? Es heißt auch Community Attack, weil wir den Zuschauern von uns, weil wir den Abonnenten von uns, den Subscribern, den Twitch-Subscribern von uns, wollten wir einen Subserver bieten und wir wollten die möglichste Craft-Attack-Erfahrung haben mit ein bisschen Ideen von mir und Sinus noch. Das war der Plan. Und wir fangen einfach mal so ein bisschen an. Ich fliege hier einfach mal ein bisschen ungeplant rum, gucken wir das ein oder anderen. Wie findest du die Brücke von meinem Grundstück? Das ist diese Brücke, das ist der von Dattelfarm. Die finde ich bis jetzt ganz nice. So. Aber wir schauen uns jetzt erstmal alles an. So, also cool finde ich schon mal, dass hier in Unclaimed Chunk am Spawn schon mal sowas hier entstanden ist, ja. Mit XP-Farm, Eingang, eine Kuh-Farm von irgendwem, Koordinaten von Spawnern, hier sind es alles dargestellt. So richtig geile Sachen. Gold wird auch benötigt, Eisen für Minensachen und sowas. Mega cool. Hier sind schon Redstone ist hier gelandet. Und ja, hier ist Freilassen von Dattelfarm. Und ich glaube, wir hatten hier irgendwo noch ein Community Enchantment Table. Der war hier, genau. Der war auch bereitgestellt jetzt von Fightboy. Der dritte. Ich glaube, weil es der dritte Enchanter ist, weil sich immer irgendwie an diesen Enchanter glaubt, was ich echt uncool finde. Aber egal. Darum geht es gerade gar nicht. Es ist sehr viel entstanden. Wir gucken uns erstmal an, was bei mir entstanden ist. Ich habe bis jetzt erstmal so eine Mauer gebaut im Stream. Die möchte ich irgendwie um mein Grundstück rauf, rüberbauen. Und dann möchte ich ein altes Herrenhaus bauen. Das versuche ich gerade hier. Ich habe auch einen Briefkasten. Was ist denn da schon drin? Alter. Natürlich ist Diorite in meinem Briefkasten. Ja, moin. Also erstmal Diorite, erstmal voll reinballern. Und ja, hier entsteht bald noch mehr. Ich habe hier ein paar Birchwood Plants gefarmt, weil ich mit Birchwood arbeiten wollte, mache ich aber nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie das später aussehen wird, aber ich möchte so ein altes Herrenhaus bauen. Mit vielleicht noch so, mit so einem kleinen Gartenhäuschen, wo ich dann ein bisschen anpflanzen kann. Wie heißen die Dinger denn? Gewächshäuser, genau. Das möchte ich vielleicht machen und dann mal schauen. Wir haben hier auch diesen Weg. Finde ich auch sehr cool von Elite Muffin, da hat hier so einen Weg gebaut, dann geht es hier lang, der ist glaube ich Dauer online, der ist jetzt gerade nicht mehr online, aber der hat wirklich viel gespielt, holy shit, also der hat wirklich ein bisschen sehr viel gespielt, da müssen wir vielleicht noch die Kühe begrenzen oder so, aber das ist eher so eine, wie gesagt, so eine ungeskriptete Folge, wo ich einfach nur mal ein bisschen rumfliege. Hier haben wir schon eine Community Map, das finde ich auch absolut große Klasse, dass hier schon eine Map gebaut wurde, der Spawn befindet sich hier, das sieht man vielleicht hier in dem Bereich, da ist der Spawn. Die Map ist gerade hier, sieht man vielleicht auch da in dem Punkt. Und wir haben hier schon sehr, sehr viel, das sieht man da auch. Guck mal, der Julian guckt hier gerade auch auf die Map. Easy peasy. Dann haben wir hier ein Haus zum Beispiel, das ist von Giga Yaro. Level 30 Enchant, Etage minus 2, Giga Yaro Häuschen. Da kann man sich auch bedienen anscheinend dann. Eine Kuhfarm und hier ein Level 30 Enchanter, so, so. Dann haben wir hier noch eine Brücke zum Beispiel in Unclaimed Chunks, by the way. Durchgang im Bau. Hier wird auch so ein Durchgang noch mitgebaut. Direkt kommt man. Oh, guck mal, hier ist ja mega cool, dass man hier in so einen kleinen Bereich kommt. Ist der Chunk geclaimed eigentlich gerade? Unclaimed Chunk. Und das ist dann
Mr. Twister, genau, der hat er ja hier gebaut. Dann hier so eine kleine Grotte noch mit rein und so. Wo geht's denn hier lang? Nirgendwo lang. Okay. Ist einfach nur so ein optisches Ding. Ja, mega geil. Dann haben wir hier oben auch noch, von wem ist das hier? Ist Unclaimed. Nee, Genmo Robot hier. Ach ja, okay. Grüße gehen raus. Ja, hier ist auch noch ein bisschen mit am Start. Sehr, sehr cool mit der Aussicht und so. Alles sehr, sehr cool. Was haben wir denn hier noch? Entschuldigung, wenn ich gerade jetzt, wenn was im Minecraft-Text steht, was für mich bestimmt war. Ich gucke halt gar nicht drauf gerade. Was haben wir hier von Nian? Auch Dinge, was hier noch entsteht. Richtig cool. Auch mit Durchgang hier, mit Zuckerrohr in den Wänden. Mega, mega geil. Was ist hier hinter was? Nö, okay, kein, außer da unten hier. Was ist denn da los? Mhm, okay, bin ich mal gespannt, was hier noch entsteht. Ich lüfte hier alle Geheimnisse, Galileo Mystery und so. Mega, mega cool. Dann hier noch, okay. Von Jonas, hier ist auch noch ein bisschen was. Hier sind so Hühnerfarmen. Hopper-Minecarts sind natürlich immer sehr ressourcenunfreundlich. Aber bis jetzt läuft's. Bis jetzt ist Redstone aktiviert. Kann sein, dass es in Zukunft halt nicht mehr aktiviert sein wird. Loeuro wohnt hier oben auf dem fetten Berg. Da haben wir schon was richtig abgeschlossenes. Guckt euch das hier mal an. Das hier ist von The Cram. Und der hat ja auch schon ordentlich was gebaut, ne? So ein fetten Türmchen einfach hingezimmert. Das für die zwei Tage oder drei Tage, wo der Server online ist, nicht schlecht, Herr Specht. Was ist denn da oben? Da fliegen wir jetzt gleich auch nochmal hoch. Das sieht da mega hieselig aus. Von wem ist das denn hier? Unclaimed Shark. Das ist auch von... Ne, Aki Wolf. Okay. Sieht auch cool aus, gerade mit dem Fluss hier unten. Finde ich schön. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier unten noch was. Von wem ist das hier? Von Tena, alles klar. Also ein bisschen höhlich gebaut, finde ich auch geil. Immer mal wieder so ein bisschen Abwechslung einfach. Hier entsteht anscheinend noch ein bisschen was. Wir haben dann hier was. Wir haben schon hier im Eis das Leute gebaut und das ist cool. Wer ist da gerade unterwegs? Der Marshall. Ja, lieber Marshall, grüße gehen raus. Er baut auch gerade hier an seinem kleinen Häuschen. Da muss schon ein bisschen dran gearbeitet werden, aber ich glaube, das weiß der liebe Marshall. Ist aber trotzdem sehr, sehr cool schon. Und hier wurde auch schon ein bisschen was abgebaut. Aber echt eine spannende Sache, sich mal hier im Eis niederzulassen. Wir haben so gesagt, Leute, baut am besten, ich glaube, ich habe X-Ray. Ja, dann Instant Serverbann. So, aber ich glaube, das ist jetzt gerade eher ein Spaß. Wir haben Mr. Drachenteufel, der hier drüben wohnt. Sieht aber auch schon cool aus. Und, oh, guck mal, hier unten hat er schon ordentlich was gemacht. Ich bin mal gespannt, was hier noch alles wird. Es ist spannend zu sehen, was hier alles entsteht. Ich kenne auch ein paar Leute, die noch wohnen. Da gucken wir gleich auch nochmal vorbei. Das ist auch cool hier von Oliver, der schon ein bisschen angefangen hat. Dann haben wir hier noch was. Was ist, von wem ist das denn hier? Unclaimed Chunk. Komm, das kann doch nicht hier unclaimed sein, oder? Ist der, das ist komplett unclaimed. Das ist aber Risiko hier, ne? Das ist aber Risiko, wenn du hier... Das ist von Nivax und das ist alles unclaimed. Das ist aber, das ist echt ein Risiko, wenn du hier einfach hingehst und unclaimed Sachen stehen, das kann halt jeder claimen, ne? Dann ist es nicht mehr deins. Ich wollte es nur gesagt haben. Vorsicht. Hier auch so eine fette Brücke. Das finde ich halt besonders geil an dem Server, dass wir hier, zum Beispiel von Tobi, Grüße gehen raus, Fortune hat hier so ein kleines Häuschen. Aber das finde ich halt geil. Also nicht den Diorite, sondern dass hier so eine Brücke einstehen steht. Bitte den Weg nicht claimen, wird noch abgebaut. Da kann man natürlich gerne sagen, hey, pass auf, bitte claim XY nicht, das geht halt alles klar. Aber claim darf man theoretisch trotzdem. Items zur freien Verfügung für jeden, leere Eimer bitte zurückbringen. Cool. Keine Eimer drin, okay. So viel zu Eimern. Warum wurden die Dinger in die Wand gebaut? Weiß ich nicht. Aber das hier geht bis hier und dann ist hier erstmal gar nichts. Was steht da auf dem Schild? Vorsicht beim Abstieg. Ja, moin. Wer baut denn hier? Also hier ist anscheinend, hier wird auch noch ordentlich, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, was hier stattfindet. Hier ist von Luciferus, okay. Der hat hier anscheinend alles geclaimed, da in dem Bereich von Luciferus. Hier ist auch noch ein ganz kleiner, Alter, das ist ja cool. Aber nicht geclaimed. Aha. Mr. Jojo, auch sehr cool. Wir haben da noch ein bisschen was. Wir haben hier Lapriso. Geht auch noch ein bisschen was. Ich habe erstmal gesagt, dass die Chunkboarder gerade aktuell nicht weiterbehoben werden soll. Und dazu muss ich am Ende des Videos dann gleich auch nochmal was sagen. Warum wir da aktuell noch ein paar Probleme haben. Da möchte ich ganz kurz Real Talk mit euch reden. Crazy Whale hat auch hier was Geiles gemacht. Also wir sehen schon, hier sind, ja, ist Diorite natürlich, ne, und Unclaimed Chunk. Also weiß ich nicht, ist ein bisschen tricky. Unclaimed Chunk, das ist, glaube ich, über mir, oder? Ja, guck mal, da sind wir wieder bei mir angekommen. Es gibt also schon einiges hier auf dem Server. Hier baut, glaube ich, der JulianCraft, wenn ich mich nicht irre. Yo, ne, hier schon Schweizer Zock, aber hat hier nicht irgendwo JulianCraft seinen Berg? Oder hier hinter? Ne, er hat nur hingeschrieben, dass es sein Berg ist, aber ich fürchte fast, das ist mein Claim, das ist unclaimed, das ist Schweizer Zock. Julian, du kannst da nicht bauen, du kannst das hier nicht claimen. Ich wollte es nur gesagt, ah, das ist von Julian, doch, kann er wohl, er kann das hier claimen.
Das ist von Julian Kraft. Ihr könnt das daneben auch claimen. Alles klar, okay. Verstehe. Nevermind, hab nichts gesagt. Aber ja, das ist sehr, sehr geil. Das als nur kurze Impression für euch, was hier alles schon auf dem Subserver entstanden ist. Hier eine Fischfarm, sehr, sehr cool, noch fetten Tower. Wir fliegen einfach mal so ein bisschen rum und währenddessen rede ich mit euch ein bisschen Real Talk. Denn wir haben im Subserver noch das ein oder andere Problemchen. Das ist alles nicht sehr spontan entstanden. Grundsätzlich der Subserver. Was ist denn hier los? Ja, moin. Hier geht's dann komplett hoch bis hier. Wer baut denn hier? Ah, Peter Parker. Spider-Man ist auch auf dem Server. Korrekt. Nee, aber grundsätzlich ist... Alter, was ist denn da los? Entschuldigung, dass ich jetzt immer unterbreche, aber hier ist auch so ein fettes Ding. Kryptonium TV wird hier auch mal ordentlich was aufgebaut. Nee, grundsätzlich war Anfang an immer geplant, dieses Chunk Claim, weil es halt auch coole Möglichkeiten bringt und so weiter und so fort. Hier so eine fette Riesenbrücke abgelegt. Ich guck mal, wo die hinführt. Dieses Chunk Claim war von Anfang an mit drin, dass wir das auf jeden Fall drin haben. Das ist ja mega hässlig des Todes. Und dass wir hier die ein oder anderen coolen Sachen entstehen haben wollen. Das ist ja sehr klar. Und hier wird auch gerade weitergebaut von Dazul. Ich bin gespannt, was das hier wird. Das Problem ist, was wir aktuell auf dem Server haben, ist ja noch die Beta vom Subserver, weil wir genau wussten, es gibt Probleme, weil viele der Sachen, zum Beispiel das Elytra-Plugin, dass man mit der Elytra startet, sehr, sehr, sehr spontan entschieden reingekommen sind. Und dann gab es ein Problem mit Nether, weil Sinus und ich einfach nicht an bestimmte Dinge gedacht haben. Zum Beispiel, was ist denn, wenn du dir in der Overworld Sachen claimst? Werden die dann im Nether auch direkt mitgeclaimt? Wir dachten halt, nein, es ist logisch, aber das haben wir dem Programmierer nicht gesagt. Und deswegen hat er es nicht explizit eingebaut, dass es nicht geclaimt wird, weil automatisch wird es geclaimt. Tra-tra-tra-lala. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier wohnt Mia Black. Aha, spannend. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt beim Subserver noch einige Probleme. Ihr könnt jederzeit gerne mitspielen, wenn ihr Twitch-Subs seid. Bei mir oder bei Zinus könnt ihr gerne auf den Discord kommen und hier mitspielen. Aber wir haben noch ein paar Probleme und wir wollen natürlich hier mit dem Subserver die bestmögliche Spielerfahrung für euch bieten. Hier ist ein fetter Baum und eine fliegende Insel. Das ist ja mega geil, was hier entstanden ist in den letzten Tagen schon. In einfach so kurzer Zeit so viel entstanden. Das ist wirklich krass. Wirklich nochmal Props an alle Leute, die spielen. Und auch riesen Props an alle Leute. Hier ist ein Staudamm entstanden. Holy shit. Einfach kompletter Staudamm einfach nur. Juckt gar nicht. Und hier mit geheimem Weg. Bitte nicht claimen. Sehr, sehr cool. Und hier geht's dann mega krass. Okay, cool. Nee, aber es soll noch viel passieren hier auf dem Subserver. Erstmal muss im Chunk Claim, das funktioniert jetzt schon soweit, also da gibt es jetzt quasi keine Probleme mehr. Aber so Sachen wie, man kann sich auf fremden Grundstücken einsperren, das soll natürlich auch nicht passieren. Man soll auch nicht sterben, wenn man die Elytra mitnimmt. Oder wenn man mit der Elytra runterspringt, da soll man möglichst nicht sterben. Da passiert auch was riesig groß. Oder haben wir das eben schon gesehen? Ich weiß es nicht. Aber es gibt noch ein, zwei Bugs, die werden wir jetzt fixen in nächster Zeit. Die Leute, die auf dem Subserver aktiv spielen, wissen ja auch, dass es Bugs gibt. Und die kennen die Bugs ja auch. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Man sieht mich fast nicht, weil ich nur ein schwebender Kopf bin. Und Dazul ist gestorben. RIP Dazul. Es gibt noch einige Bugs, die werden in Zukunft alle gefixt. Wir brauchen da noch bis Ende der Woche oder sowas ungefähr, um das hier alles vernünftig, richtig und ordentlich hinzubekommen. Und dann können auch schon die ersten Content-Patches kommen. Aber das hier ist in 2 Tagen entstanden, Leute. In 2 Tagen mit den Leuten, die auf dem Server sind, habe ich ja schon mal gesagt. Ganz große Props an dieser Stelle für euch. Das hier spielen wir natürlich auch alles hier in nicht in Creative Mode, sondern das wird alles in Survival Mode natürlich gebaut. Da achtet ihr auch sehr stark drauf, wenn ich streame, dass ich auch ja keine Items mit rübernehme. Von daher nochmal Dankeschön, dass ihr mir da so unterstützt und die Arme greift. Und ich möchte generell einfach mal sagen, danke an die Community von Sinus, danke an die Community von mir, danke an die Zim-Unity, könnte man ja schon fast sagen, dass ihr so geil mitmacht, dass ihr so cool und so freundlich auch auf dem Server miteinander umgeht. Das ist nicht selbstverständlich, da muss ich wirklich sagen. Auch wenn es Grundstücke gibt, dass ihr den anderen mit den anderen absprecht, wie ihr was erweitern könnt und so weiter und so fort, finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Muss ich einfach mal an dieser Stelle noch sagen. Es kommen Features in Zukunft. Es gibt noch Bugs, die wollen wir erst. Also erst werden die Bugs gefixt, dann kommen neue Features. Weil jetzt neue Features einzubauen, während die alten Bugs noch nicht gefixt sind, ist ganz großer Quatsch. Von daher machen wir das nicht so, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr selber mitspielen wollt, wisst ihr, wie es geht. Einfach mal im Stream vorbeigucken auf twitch.tv/klim. Da könnt ihr, oder bei Zinus, twitch.tv/zinushd. Da könnt ihr dann entweder bei Zinus oder bei mir subben, falls ihr es nicht sowieso schon seid. Und könnt dann hier auf dem Subserver mitspielen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das war es soweit. Hier einfach mal so ein ganz kurzer Einblick in den Subserver, sowas alles passiert. Und die nächste Folge, die wir vom Subserver drehen, wird mit Sicherheit auch eine Folge sein, wo wir das Haus hier weiterbauen. Das muss auch mal passieren, denn aktuell habe ich zwar viel Krams hier im Inventar,
Und auch viel Eisen. Danke, geht nochmal raus an dieser Stelle. Hier, Eisen ist auf jeden Fall am Start. Und hier ist mein automatischer Schmelzofen. Aber das Haus ist halt noch nicht mal ansatzweise fertig. Ja, also gut, wir haben jetzt auch das hier die erste Folge. Von daher muss das Haus auch noch nicht fertig sein. Ich freue mich, ich habe Bock. Wenn ihr auch Bock habt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Morgen kommt erstmal wieder Craft Attack. Und ja, das war's. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Tschö, habt einen schönen Tag und haut rein.